Hallo Leute. Ja, wie ihr sehen könnt, die Barista ist fertig. Es war wirklich mal was ganz was anderes. Holz ist ein sehr entspannendes und warmes Material. Es war ein sehr ruhiger Bau, würde ich mal so sagen, weil man brauchte sich nicht großartig Gedanken zu machen. Die Teile konnte man einfach so zusammenstecken. Man musste nicht irgendwie die Sachen vorher aus dem Rahmen lösen und versäubern und solche Dinge. Das war so gerade in den ersten Schritten sehr entspannende Arbeit, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und leider ist mir da am Anfang ein Missgeschick passiert. Ich habe einen Fehler gemacht, der sich dann leider durch das komplette Modell gezogen hat. Und zwar habe ich kann es euch gerade mal zeigen, als ich hier die beiden Hauptkonstrukte, nenne ich sie mal, zusammengebaut habe. Erst die linke Seite und dann die rechte. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei dieser Seite hier den Fehler gemacht habe, diese Holzverstrebung nicht richtig tief genug hier reinzustecken. Das heißt also, die linke Seite ist höher als die rechte gewesen. Das ist mir natürlich erst dann aufgefallen, als ich die rechte Seite dann aufgebaut habe. Das heißt, das Ding ist mehr oder weniger etwas schief geraten. Leider. Ich will es jetzt nicht großartig hin und her schieben und machen und tun, weil ihr seht schon hier das Bäumchen. Ich bin froh, dass das da drin ist. Hier unten, Moment, so rum. Dadurch, dass die Seite höher war, hat hier dieser Schiebebalken, nenne ich ihn mal, der macht einen Bogen. Ich habe schon so weit wie möglich versucht abzuschleifen, aber das ging leider nicht, weil ich hatte Angst, dass mir da noch was rausbricht. Des Weiteren habe ich dann noch einen Fehler gemacht. Hier diese Teile, die das Seil festhalten, das sind drei Platten, die man zusammen macht. Innen drin ist eine Mutter. Das Ganze lässt sich auch so drehen. Ich will es jetzt nicht großartig noch hin und her drehen, weil ich bin froh, dass ich auf Spannung habe, einigermaßen. Das habe ich so zusammengesteckt und leider verpasst zu gucken, ob das Teil hier zwischendrin, ob das auch da durchkommt. Das tut's nicht, es bleibt hängen, leider. So kann man es besser sehen. Es geht also nur bis hier vorne hin und dann Schluss. Tja, ich habe dann hier oben versucht, den Überstand, also das, was höher war, mit einer Säge abzusägen, weil dieses Teil einfach nur komplett so schief drin stand. Und nee, da hat gar nichts gepasst. Natürlich, ihr kennt den Effekt, ne? Ihr schneidet ein Tischbein ab und dann ist es plötzlich zu kurz und dann schneidet ihr das nächste ab und dann ist das wieder zu kurz und irgendwann hat da kein Esstisch mehr, ein Couchtisch mehr. Das ist mir auch passiert. Ich habe dann ganz einfach mit einem dünnen Holzfurnier, was ich gefunden habe, hier oben die ganze Sache noch einmal erhöht. Und jetzt ist es so, wie es ist. Ich denke mal, es fällt nicht allzu sehr auf, wie schief es ist, aber naja. Es sieht nach was aus, ne? Finde ich. Ist ganz gut geworden. Eine andere Sache, die mir auch ganz gut gefallen hat, ist, dass man da sehr wenig Werkzeug braucht. Das Skalpell habe ich nur für zwei, drei Korrekturarbeiten gemacht. Ein Pinselchen habe ich gebraucht für die Beize. Ich habe das Ganze mit dieser Beize dann behandelt. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das so richtig war. Es ist ein bisschen dunkel gewesen. Ich hatte noch zwei andere, die stehen hier hinten. Sekunde. Die hatte ich auch noch. Diese und diese hier. Ich hatte etwas hellere und eine mittlere. Ich habe auf der Unterseite vom Modell
auf einer kleinen Fläche ein bisschen einen Testauftrag gemacht, um zu schauen, wie es dann wirkt. Insgesamt 4 Stück, aber die Eiche dunkel hat mir am besten gefallen, deswegen habe ich dann mit dem Pinselchen aufgetragen. Ein Pinselchen, mit dem ich den Leim aufgetragen habe, das Schärchen, um die Schnüre abzuschneiden und diese 3 Pinzetten und ohne die, also vor allen Dingen mit dieser hier, ohne die 3 Stück wäre ich total aufgeschmissen gewesen. Es war ein Graus, sage ich mal, die Knoten dran zu machen. Der Leim, der dabei war, ist leider ausgetrocknet gewesen, deswegen habe ich mir dann noch einen anderen besorgt und das bisschen Schleifpapier hier, mehr brauchte man nicht. Das fand ich super, weil sonst, wenn ich baue, ist mein kompletter Schreibtisch voll mit Werkzeugfarben, tralala. Und so hatte ich immer schön Platz, noch ein paar andere Sachen zu machen. Das fand ich also gut. So entspannt wie der Bau am Anfang verlief, desto, ich sag mal, anstrengender wurde er, als darum ging, die ganzen Knoten zu machen. Das war ein Graus. Also, ich denke mal, ich werde euch noch mal ein paar Bilder einblenden. Mal gucken, erstmal mit meinem Super Turbo Zoom hier mal ein bisschen näher ran. So, dass es auch noch scharf ist, hoffentlich. Ich werde euch noch mal ein paar Bilder einblenden, wie ich dabei vorgegangen bin. Vor allen Dingen hier dieser Hauptknoten, nenne ich mal, den Stein da rein zu friddeln. Das war schon eine Herausforderung. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man es geschafft hatte, das Seilchen irgendwo durchzuziehen, dann war das jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Und ich kann euch sagen, ich hatte jede Menge Erfolgserlebnisse, weil ihr habt das Seil irgendwie durchgezogen. Ich hatte ja hauptsächlich mit der Pinzette gezogen. Ihr habt das Seilchen irgendwie durchgezogen und es ist natürlich dann woanders wieder rausgeflutscht und hey, das war eine Aktion, kann ich echt sagen. Naja, ich zeige euch mal ein paar Bilder und dann könnt ihr ja mal sehen, wie ich da so vorgegangen bin. Also ich war dann teilweise echt überrascht, mit wie viel Geduld und Ruhe ich hier gesessen habe und bin echt froh, dass es so gut geworden ist. Ich hätte mir teilweise, was die Anleitung angeht, noch ein paar genauere Angaben gewünscht. Gut, zu den Knoten, naja, kann man nicht sagen. Letztendlich habe ich mich ein bisschen an der Verpackung orientiert, aber die meisten Knoten sind ganz einfach spontan entstanden. Man kann zum Beispiel sehen, hier als, Moment mal, jetzt muss ich noch mal ein bisschen ran, so irgendwie, ne? Sorry dafür. Ui, mega Zoom, yeah. So. Als ich den Knoten gemacht habe, den habe ich einfach spontan angefangen und habe dann hier oben das festgeknotet und war ganz erstaunt, wie ich das dann hier geschafft habe, dass das so ineinander verzwirbelt ist. Und als ich dann den anderen Knoten gemacht habe, der sieht ganz anders aus hier im oberen Bereich. Da habe ich das mit diesem Verzwirbeln absichtlich gemacht. Nur hier seht ihr ja, dass die sind so, ja, liegen parallel. Ich hätte es aber gerne so gehabt wie hier, dass das so ein bisschen so übereinander lappt. Naja gut, kann man so lassen. Letztendlich sind alle Knoten spontan entstanden. Nicht Learning by Doing will ich nicht sagen, aber so. Gut, noch eine andere Sache, und zwar ist das Ganze ja angeblich im Maßstab 1:72. So. Und es stand ja in der Beschreibung von dem Bausatz, dass Da Vinci das Ganze konstruiert hat, weil die normalen Balliste einfach riesengroß waren. Ja. Und jetzt stelle ich euch mal hier so ein 1:72er Figürchen hin. Da frage ich mich, wenn die anderen viel größer waren, wie riesig müssen die dann gewesen sein? Ich hätte jetzt noch einen Panzer hinstellen können oder sowas, aber ich denke mal, zu einer Figur habt ihr eher einen Bezug. Vor allen Dingen, wenn die hier hinten da an der Kurbel stehen, ne, wie sollen die hier diese riesige Kurbel bedient haben? Und
was mich dann auch noch interessieren würde, wie hat so ein kleines Männchen so einen riesigen Felsen da hineingewuchtet? Okay, aber wird wohl so seine Richtigkeit haben. Ja, als Fazit. Ich kann euch das auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr mal was anderes bauen möchtet. Wie gesagt, eine sehr entspannende Sache, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ich war während des Bauens des Öfteren noch am Überlegen, ob ich mir nochmal einen anderen Holzbausatz hole. Die Sache ist nur die, ihr seht es ja, das ist recht groß. Und die anderen Bausätze sind zum Teil noch größer. Und das ist ja letztendlich dann auch noch eine Platzfrage, wo ihr das Ganze hinstellen wollt. Und ihr könnt euch denken, hier auf dieser Fläche finden mal locker 4 Panzer oder 2, 3 Flugzeuge Platz. Und es war auf jeden Fall wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Normalerweise müsste das hier nämlich, das müsste eigentlich hier, nee, ich pack's gar nicht mehr an, nee, bevor das auseinanderfällt. Es war wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der an diesem Groupbuild teilgenommen hat und etwas gefunden hat, was ihm auch Spaß macht, was er wahrscheinlich ohne das Groupbuild gar nicht so gemerkt hätte. Jo. Und dann war's das auch schon von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, euer Zampi.